Toni Polster ist der Teamchef des sogenannten KAIF-Teams hier beim Legendenspiel in Leoben. Toni Polster, es ist eine 2:1 Halbzeitführung geworden. Du bist mit der Leistung deiner Mannschaft bisher wie zufrieden? Ja, teils, teils. Also wir sind überlegen, nicht sehr effektiv, vergeben etliche Chancen, aber ich bin es gewohnt, dass meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit immer weiter die konditionellen Vorteile ausnützt und ich rechne jetzt mit einer Torlawine. Du hast es ja praktisch ausschließlich mit Topstars zu tun in deiner Mannschaft. Ja. Denen sagt man allerdings auch nach, dass sie nicht immer ganz pflegeleicht seien. Hat es da disziplinare Themen auch gegeben? Ja, stimmt. Es sind natürlich viele Nationalitäten. Schwaben, Bayern, Österreicher, nicht? Und die Brasilianer, die muss man alle unter den Hut bringen. Nicht? Das ist nicht einfach. Mit dem Wiener Schmäh geht es. Naja, ich habe hab den Matchplan in 5-6 Sprachen dann den Leuten beigebracht. Giovanni Elber lacht. Warum spielt der Giovanni Elber eigentlich nicht? Naja, Giovanni wird geschont, weil morgen ist ein Frühschoppen und da muss er TikTok sein. Hast du für alle Fälle eigentlich deine Backler, wie es wienerisch heißt, auch eingepackt? Sollte gar nichts mehr gehen im Sturm? Nein, also mir ist lieber, die anderen blamieren sich als ich selbst. Ja. Ist schon soweit. Ne? Toni, noch ein, zwei Fragen zum aktuellen Geschehen im Weltfußball. Zum Beispiel ist Lionel Messi zu haben. Wird sich die Wiener Viktoria um seine Dienste bemühen? Ja, ich habe meinem Obmann gestern den Auftrag gegeben, sich mit ihm in Verbindung zu setzen und mal schauen, was möglich ist und was nicht. Ne? Wir werden das natürlich verfolgen. Harry Kane ist vielleicht auch zu haben. Und die Frage mag ich jetzt schon ernsthaft nachschießen, weil es ja ein ernsthaftes Thema ist, dass Spieler dieser Tage ganz gerne versuchen, sich frei zu pressen. Wie verfolgst du solche Geschehnisse? Also ich sage immer, wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann muss man loyal sein zu seinem Verein. Und wenn ein Wechsel stattfindet und alle sind zufrieden, der abgebende Verein, der Verein, der den Spieler bekommt, der Spieler selbst, dann ist das doch toll, aber diese ganze Erpresserei, also die ist nicht in Ordnung für mich und deswegen hätte ich das nie so gemacht in meinem Leben. Alles klar, so lassen wir das gerne stehen. Allerletzte Frage, Otto Konrad hat gesagt, der eigentliche Grund, warum er gekommen ist, ist jener, weil er sich von Toni Polster bezüglich Dancing Stars coachen lassen mag. Was hast du ihm denn für Ätzes mit auf den Weg gegeben? Naja, gut, er hat natürlich einen Vorteil, er ist topfit. Und das ist ganz wichtig beim Tanzen, weil wenn man da 8 Stunden trainieren muss, dann ist es nicht einfach. Aber da hat er mal eine gute Basis und dann muss er halt sich fallen lassen können. Das muss man auch lernen dann. Also dann viel Spaß beim Coaching und viel Spaß bei der Analyse des Spiels. Danke, Toni Polster. Dankeschön.